Hey Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Dragon Quest. Ja, immer noch sind wir holla holla ho. Bei Jessica, ja, oder gegen Jessica im Kampf in einem schweren Gefecht. Und ja, jetzt gucken wir mal. Ich habe so ein kleines Aufnahmepäuschen hinter mir und jetzt will ich hier da mal gucken. Bisschen Spielfluss verloren hier. Moment, ich muss gerade mal ein bisschen aufcatchen. So, ja, wo waren wir denn? Es sieht gar nicht mal so gut aus, muss ich sagen. Wollen wir mal das Team holen? Na komm, wir rufen mal das Team. So. Hier ist das Team von Team Sephiroth. Ja, die Jessica holt natürlich ihre Schattenfreunde wieder zurück. Das muss ja sein, ne? Ohne die kann sie nicht bestehen. Und greift auch den Hori an. Ja, was ihm ziemlich wenig ausmacht, ist jetzt ein bisschen doof, dass die Freunde hier die... Ja, dazu sage ich jetzt mal nichts. Naja, gut. Zack, komm, Jessica, friss das. So, wunderbar. Ja, dann stürzen wir uns doch wieder mal in einen neuen Part von Dragon Quest. Ja, was heißt denn im letzten Mal passiert? Wir haben rausgefunden, wir... eigentlich, oder hinter wir eigentlich die Jessica hier ist. Und das ist nicht Domenico, das ist David. David? Heißt er David? David, ja, David. Ja. Oh nee, eingeschlafen. Ja gut, die werden sich sowieso jetzt verziehen. Ja, von daher nicht schlimm. Ja, Jessica hat kurz darauf angegriffen und wir haben eingegriffen. Und jetzt stehen wir der Jessica endlich gegenüber. Der Verräterin, der bösen Jessica. Naja, wir werden sehen, wo das hinführt. Ich werde jetzt mal den lieben Yangus voll heilen. Den Yangus, mit dem Yangus konzentrieren wir uns. Und mit dem Angelo heile ich auch mal voll. So, dann haben wir full Cure hier on the team. Yeah, motherfucks. So weiter und so fort. Und jetzt sind wir wieder voll bei der Sache. So. Schade haben wir die Jessica nicht mehr im Team, sonst hätten wir die Angriffsstärke von Yangus verdoppeln können. So wie im Kampf damals gegen Dolmagus. Ja, und ich hoffe, ihr freut euch, dass es endlich wieder weitergeht hier mit der neuen Staffel. Ich weiß noch nicht, wie die Videos angekommen sind. Werde ich dann sehen. Moment. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal wieder. Auch mit Yangus natürlich. Mit ihm machen wir... Was machen wir denn mit ihm so? Gute Frage. Ach, ich weiß schon. Moment. Nee. Wir haben jetzt einen Chiron-Bogen oder Chiron-Bogen. Damit werden wir unsere Freunde heilen, meine Freunde. Da wir jetzt ja so quasi eine Multiheilung drauf haben, das passt schon. Oh, wunderbar. Der Sephiroth hat nämlich die größte Verteidigung, auch magische Verteidigung, durch seine magische Rüstung und sein magisches Schild. Kann er dem Ganzen wunderbar standhalten, so. So, und jetzt wird's Zeit, hier mal so richtig aufzuräumen. Mit Sephiroth und Yangus werden wir nochmal so ein bisschen rauf pushen. Ich würde mal sagen, wir vollheilen den Sephiroth. Keine Müdigkeit vorgeschützt oder vorgetäuscht hier. Wir haben MP en masse und die werden wir auch benutzen. Ja, die andere Sache. Nein, Yangus ist eingeschlafen. Naja, gut. Auch nicht schlimm. Bedeutet, dass, ja, Schnarch jetzt wahrscheinlich die nächsten Runden nicht mehr kommen wird. Oder ich hoffe es zumindest. Dann werde ich hier nochmal den lieben Yangus heilen. Ja. Einfach damit er ein bisschen abgesichert ist hier. Sephiroth steckt ja immer noch am meisten ein. Oh! Oha! Ja, die anderen kommen wieder. Ist mir aber relativ egal. Weil ich mit Sephiroth einen anderen Plan habe. Ihr seht, wir sind schon auf 50. Und wir gehen noch einen guten Schritt weiter, meine Freunde. Und gehen auf 100%. Auch mit Yangus werden wir weiter aufladen, so. Ihr müsst entschuldigen, dass ich mich jetzt gerade so ein bisschen verhaspel und ein bisschen verspreche. Das hat den Grund, weil es mittlerweile 4:30 Uhr ist. Ich war bis jetzt
auf dem TS von Ralf mit ein paar Leuten beschäftigt. Och du meine Fresse, wie viele noch? Und ja, ich habe versprochen, dass ich heute noch was aufnehme. Das werde ich selbstverständlich auch halten, egal wie spät es ist. Wie gesagt, es ist 4:30 Uhr morgens und deshalb sind meine Redekünste auch nicht mehr so frisch fröhlich wie sonst, ne? Aber ich gebe mir Mühe. Nein, erreicht nicht die höchste Konzentration. Konzentrationsstufe. Ja, dann probieren wir es eben nochmal. Mit Jangus auch. Ja, jetzt wird es langsam aber sicher kritisch hier. Oder weißt du was? Wir gehen hier mal kein Risiko ein, denn die anderen Viecher hier können auch ziemlich reinhauen. Axt der Angst auf Jessica. Und dann hauen wir einfach mal, was hauen wir denn raus hier so? Eine Mittelheilung auf Jangus, dann ist er abgesichert. Wunderbar. So, jetzt gibt's ein Massaker en masse. Massaker en masse? Ein Massaker-Moose, würde ich jetzt mal sagen. Moose gibt's nämlich wortwörtlich. Da der liebe Sephiron jetzt alle kaputt hauen wird hier. So, pack mal dein Steinchen aus hier. Zack. Und los geht's, mein Freund. Bam. Alter Schwede. Ja, da sagt mal einer, der Sephiron hat's nicht drauf, ey. Ganz ehrlich. So, zack. Jetzt warte ich nur auf den nächsten Schlummer, den Jessica. Meine Fresse, was ist heute los? Den die Jessica einsetzt hier. Oh, und mir ist gerade aufgefallen, dass ich meinen Timer nicht gestellt habe. Naja, habt ihr wieder ein paar extra Minuten. So. Konzentrieren. Auch konzentrieren. Mittelheilung. Oh, 77 ist ja mal nicht so die Masse. Ne? Naja, egal. Angelo steckt das gut ein. Hier, oh, das ist ein ziemlich starker Zauber. Naja, oder doch nicht. Gut. Auf jeden Fall konzentrieren wir uns weiter. Nochmal und nochmal mit Angelo hauen wir eine Vollheilung rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Jessica ist um einiges schwächer, meiner Meinung nach, wie Dolmagos es war damals. Und auch wie, Dolmagos hatte ja zwei Formen. Und die war schwächer als beide. Ja. So. Concentration. Für 20%. Gut. Auch der liebe Jangus. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns nochmal und nochmal. Und ich hoffe, der Angelo ist schnell genug, um den lieben Sephiron voll zu heilen. Ja, natürlich. Wunderbar. So. Ja, da immer Leute von euch mich fragen, hey, kannst du mal auf 100% hochladen? Wir wollen den Super Saiyajin wiedersehen. Ja, auf jeden Fall. Das werden wir jetzt machen so. Ne? Auf 100% laden, den Super Saiyajin raushängen lassen und dann mit voller Angriffspower reinhauen. Okay, zunächst aber werde ich den Jangus heilen und 70 werden nicht genügen. Gut, ich habe noch genügend MP. Von daher ist das kein Problem. So, jetzt komm schon. Aber das muss jetzt klappen. Oh nee, Schnarch, bitte nicht. Nein! Hurenkind der hier. Ja, genau. Cool. Okay. Kann Sephiron sich konzentrieren? Jangus erreicht die Stufe 100. So. Ja, wenn jetzt Jangus noch die doppelte Angriffskraft hätte von Jessica, dann würde er richtig reinhauen. Aber naja, was will man tun? Da. Ha! Ausgewichen. Ja, super. Sephiron fängt wieder bei 5 an. Egal, Jangus benutzt das Talent Axt der Angst. Und ob Jessica Angst hat? Ja, anscheinend. Aber ich muss sagen, ohne die Energie... Stärkung von Jessica macht Jangus gar nicht mal so viel Schaden. Also da hat Sephiron mit 50% noch mehr Schaden gemacht. So. Und das sogar verteilt. Oh oh, das wird ein bisschen knapp hier gerade so. Trotz ich gesagt habe, dass Jessica schwächer ist als Dolmagos. Naja, man muss auch sehen natürlich, dass
uns ein ganzer Charakter fehlt, ne? So. Was mache ich denn da? Habe ich eine... Ja, wunderbar, ich habe eine starke Arznei. Die jubel ich einfach mal dem lieben Angelo unter. Ach, der ist aufgewacht. Super. Ja, gut. Na. Nerv. Yes. Hat nichts gebracht. Okay, Schmurgel. Komm schon. Komm schon. Ja. Gut. Der liebe Jangus nimmt das nicht so. Der hat noch genug Leben. Okay, jetzt dürfte es ein bisschen knapp werden bei Angelo. Angelo Merte. Aber das schaffen wir. Wie immer. Die Vollheilung nimmt uns natürlich nichts von der Konzentration weg, weil sie eben voll heilt. Ne? So, ich würde sagen, wir laden noch einmal auf. Und auch mit Jangus laden wir noch einmal auf. Mit Angelo setzen wir eine Vollheilung ein. Und zwar bei Jangus. So. Ja, Schatten, ihr werdet bald vergehen, keine Angst, ihr kleinen miesen Penner. Ey, schon wieder, ey. Nein, fick dich doch, Mann. Hey, dreimal? Das gibt's doch nicht, ey. Mann. Dreimal in Folge. Das nervt. Ganz ehrlich, ey, fickt's euch. Jetzt gibt's eins auf die Mütz. So, Vollheilung auf Angelo. Fertig hier. Fertig. Kein Spaß mehr. Ja, deinen kühlen Odem kannst du dir sonst wohin streichen. Jetzt gibt's eine richtig fette Ladung Stein hier auf dem Kopf. Ja, wach da auch endlich mal auf, der Angelo. Der Jangus. Oh Mann, ey. Na warte, Jessica, das gibt's alles noch zurück. Du bekommst es alles so richtig auf dem Popo. Da packe ich die Peitsche aus und dann wirst du versohlt hier. So. Bams. Tschüss, Freunde. Auch ein unaufgeladener Angriff reicht für diese kleinen Spacken aus. So, und ich weiß ganz ehrlich nicht, warum ich jetzt mit Angelo auflade. Aber, ist egal. So, Konzentration. Die zweite. Schade, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat, so. Naja gut, dann hauen wir eben noch eine Vollheilung bei Jangus rein. Behalten unsere schönen 5% Konzentration. Ja, schon wieder diese Viecher. Naja, egal. Gibt uns alles EP. Finde ich super, Freunde. So, auch dass wir schon wieder auf 20% sind, finde ich super. Laden wir allerdings noch einmal mehr auf. Bei Jangus greifen wir an, denn ich habe keinen Bock mehr hier eingeschläfert zu werden und den ganzen Fokus zu verlieren. So. Och Mann, Angelo, du bist ein Muschikopf. Du hast keinen Plan, Alter. Hey. Ja, super. Naja, was will man tun? Der Angelo ist eben einfach der Schwächste hier, ne? Muss man ganz klar sagen. So, wir sind auf 50%. Ja, komm. Alter, wie knapp. Nee, eigentlich will ich aufladen hier so. Und da will ich auch aufladen. Nur mit Angelo will ich voll heilen hier. So, komm schon. Angelo, du musst einfach zuerst rankommen. Wenn du nicht zuerst rankommst, dann haben wir mal so richtig verkackt hier. Yay, sie greifen alle Sephiroth an. Ihr Noobs, ihr Flaschen. Oh nee, bitte ne. Yes, nice, geil. Geile Scheiße. Warum sind die eigentlich alle schneller als wir, Mann? Muss ich da mal eine Beschleunigung reinhauen oder so? Komm, Angelo, jetzt gib Gas. Ja, Sephiron. Er verwandelt sich. Sephirons Konzentration steigt um 100. Ja, ihr seht, wie viel Schaden die noch machen jetzt. Ha! Und da haben wir den lieben Angelo wieder oben.
Jetzt muss ich das nur so hinbekommen. Die Jessica hatte ja die Beschleunigung, ne? Jetzt muss ich das nur so hinbekommen, dass ich zuerst angreifen darf, ne? So. Hauze! Komm schon! Gib Gas! Ja, seht ihr? Um die Hälfte reduziert. Oh, wie süß. Zweimal einen Zauber? Naja, das war dein Todesurteil, meine liebe Jessica. Denn jetzt gibt's saftig was hinter die Ohren, und zwar vom Sephiroth. So. Ja, kein Schaden macht's ja hier. Vollheilung. Und jetzt geht's los. Los, Sephiroth! Greif an! Mach alle kaputt hier! Kamehameha oder Final Flash, ist mir scheißegal. Was? Yangus kommt vor Sephiroth dran? Ja gut, ausgewichen. Scheiß drauf. So, Sephiroth, hau rein! Gib alles! Bam! Was? 450 nur? Naja. Okay. Hat sich ja mal gar nicht gelohnt aufzuladen. 50% war genauso viel, ne? Habe ich gemeint. Naja, okay. Auf jeden Fall hat Sephiroth einfach mal das ganze, gesamte gegnerische Team ausgelöscht und das mit einem Schlag. Ha! Jedes Mitglied erhält 9504 Erfahrungspunkte. Und Sephiroth erhält oder erreicht die Stufe 30. Ja, wie immer verbessern sich seine Attribute und er bekommt 5 Talentpunkte dazu. So. Die verteilen wir natürlich auf Faustkampf und auf Courage. So. Er wird tapfer und erlernt den Zauber Edge. Ja, dieser Zauber zieht, glaube ich, MP von anderen Gegner ab. Right. It's not possible. No human could match the power of the scepter. You won't get away with this. Now you'll see the true power of this scepter. Already it has ended the bloodlines of 4 of the sages. This town will burn, and every one of you will perish. Get out of the way! Move! Move! Just in the nick of time, the barrier is ready. You villainous fiend! Take my life, would you? You'll have to break through my barrier first! Alakazam! Behold, I am a mastermind. Well done. You did a fine job of keeping her at bay until I was ready. I must reward you. You may have the honor of finishing her off. Do you accept? Nein! Ganz bestimmt nicht. Das ist Jessica, hallo? What? Why on earth not? Explain yourself. Sephiroth erklärt Domenico die Situation. Well, well. So, this girl is a friend of yours. And she's been under some kind of curse ever since you defeated the Duel Magus. Oh, hardly a good excuse, but I don't care anymore. The girl is yours to do with as you please.
Consider it a reward for attempting to protect my life. There won't be any financial reward, of course. Wait. Where's Sir Leopold? He's gone. He must have been scared off by all the disturbance. David, go and find Sir Leopold at once. Yes, Master. Die Gruppe trägt die bewusstlose Jessica zur Herberge. Sie hat anscheinend einen Traum, aus dem sie nicht aufwachen kann. I heard this story from my great-grandmother. She told me how her own great-grandmother was a renowned sage who came from the Western continent to be married. A sage? What do you mean? I didn't really understand at first either. But apparently, even though she was a woman, she was a master of sword fighting and magic. Really? So, maybe that's why you're so good at them too. Maybe it came from her. If only. But I'm not under any illusions. I'm sure there's room for improvement with my sword work, and any real magician would think my magic's just child's play. You think? Well, I can't do either. If you ask me, your magic's amazing. Thanks, but it really isn't. In fact, if you ask me, I wasn't the one who inherited our ancestors' magic. I think it was you, Jessica. I'm sure there are abilities and skills that haven't yet been awakened in you, but one day they will be. And I can't wait to see you when that day comes. She's finally coming too! King Trode! What happened? I feel like I've just woken up from a really long dream. Ah, it looks like you're back with us at last. Don't you remember? You disappeared the day after we defeated Duel Magus. Yes, I do remember. But wasn't that all a dream? I was being controlled by a hideous magical force. Just like Duel Magus was. It was this huge, terrible, evil, magical being. The Lord of Darkness. Rapthorn. But I've found some things out. Listen, I've got so much to tell you. There's no need to rush. Just take your time and start at the beginning. Yes. Rapthorn was ordering me to do things. He told me to seek out and destroy the heirs of the Seven Sages so his seal would be broken. Rapthorn once terrorized the world, and it was the Seven Sages who managed to seal away his soul. They didn't have the power to destroy him completely. But they shut his soul away in the scepter and sealed it with their mystical blood. Rapthorn's curse seeks to destroy those sages' heirs. Master Rylus, my brother Alistair, Abbot Francisco, and the man from Baccarat too. Everyone who's been killed has been an heir of one of the Seven Sages. The plot thickens. Do you mean to say that the reason Medea and I haven't been turned back to normal is also to do with this Rapthorn fellow? I don't know.
But there are only three heirs left. David and two others. If the heirs of all seven sages are wiped out, Rapthorn's seal will be broken and he'll escape from the scepter. That's it! The scepter! King Trode, where is it? Where's the scepter? You mean the royal treasure? Come to think of it, I don't know. I lost sight of it in all of the hullabaloo. No. David's in danger. Whoever picks up the scepter will fall under Rapthorn's control. We have to find it. We have to save David. Come on. We must find the scepter before it's too late. Tja, liebe Freunde, da haben wir also ein paar ganz krasse Sachen erfahren. Ja, der Rapthorn, das ist der Dämonenkönig, ja. Der will also alle sieben Waisen vernichten, beziehungsweise deren Nachfahren, um sein eigenes Siegel zu brechen und aus dem Zepter zu entkommen. Ja, ja, wo das Zepter ist und ob wir David beschützen können, das werden wir im nächsten Part sehen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Sephiroth.